Seid gegrüßt, Freunde, hier ist euer LP Ray mit dem zweiten Kampf von der Team Rocket Armada auf der Arenaleiterburg. Und das letzte Pokémon, was er einsetzt, ist ein Hunduster. Mal sehen, was wir da rausholen können. Und Schiss, würde ich sagen. Ja. Und Schiss hat's ausgereicht, um das zu beschreiben, was das Hunduster jetzt empfinden muss. Ich, Idiot? Silver! Ich hab dich doch besiegt. Lernt ihr kämpfen, würde ich mal sagen. Gewonnen. Muhahaha. Ja, du solltest nach Hause gehen. Du kannst nach Hause gehen. Weiter, wir werden nicht unterbrechen. Wir werden jetzt die Team Rocket Basis in den Grund und Boden stampfen. Basis, okay. Der Angriff. Nein, du bist eine Sekretärin, würde ich eher sagen. Oh! Du hast ja übelst starke Pokémon. Übel. Krieg ich ja voll Angst. Ach, wen nehmen wir denn am Ende noch mit? Du hast ein Giflor und da ist Wasser jetzt sehr, sehr unangenehm. Ich bräuchte vielleicht die Bodenkraft, ich nehme Morlord mit. Hab ja auch Lavados dabei, also denke ich mal nicht, dass es so große Probleme jetzt machen wird. Ein Team Rocket Vorstand. Gegen Kriminelle zu verlieren wäre eine Schande. Ja. Hoffentlich besitzt der Herausforderer genügend Mumm. Gegen Kriminelle zu verlieren, das wäre eine Schande. Mein Gott, ich darf nicht verlieren. So viel Leistungsdruck. Slimog. Komm, wir ärgern die mal ein bisschen. Nebenschelle! Womit geht es los? Ah, oh, der Angriff prallte einfach ab! Jo, bin bewusst. Die Genauigkeit sinkt! Das ist wahrscheinlich Erdbeben. Was wird der Gegner tun? Oh nein, das Item wurde gestohlen! Oh, hast du mir das Item gestohlen? Wie böse bist denn du denn? Hast du mir meine Bären geklaut? Ich glaub's ja nicht. Es scheint ihm nichts auszumachen. Ja, muss es auch nicht. Der Gegner wird noch weiter. Ich nerv den Computer lieber. Feuersturm? Willst du mich auf den Arm nehmen? Und triffst auch noch. Hier, zweimal Lebensstelle, sage ich nichts zu. Beide tun sich schwer. Die Befehle. Ich mach dich trotzdem mit Lebensstelle kalt. Hier. Friss. Hier kommt der Angriff. Es hat dies mühelos weggesteckt. Die Statuswerte des Gegenübers müssen sehr niedrig sein. Frustration. Was wird es tun? Daneben. Nein, das hat nicht funktioniert. Der so, jetzt mal Spottis lernen. Mal sehen, ob das mehr Schaden macht. Ja, Body Slam! Quatsch! Das hat nur wenig Schaden angerichtet. Okay. Ich mach weiter Lebensstelle. Was nun? Daneben. Widerlich getroffen! Meine Bäre, du blödes Slimog! Benutzt meine geklaute Bäre. Hier, ich friss weiter Lebensstelle. Die Bäre ist damit! Ah, der Angriff prallte einfach ab! Jawohl, es funktioniert! Jap, yep, es funktioniert. Muhahaha, meine Technik geht auf langsam. Was ist das? Oh, ha, ha, auch das schlug fehl. Na, klappt's nicht so, wie es sollte, ne? Nur wenn das Vieh jetzt explodieren würde, das keine Explosion. Und die daneben geht. Okay, geht nicht. Aber wenn sie daneben gehen würde. Der hat das doch ein bisschen komisch auf dieser freien Anlage, oder? So, wen wechselst du ein? Mal sehen. Schlurp. Was machen wir denn aus dem Schlurp? Ich mach mal Toxin drauf. Nutze ich mal auch Gangstertechnik hier. So, jetzt bist du vergiftet. Erdbeben. Willst du mich auf den Arm nehmen? Was wird es tun? Wow, ein Schlag! Dammit. Oh, oh, es geht zu Boden!
Das war nicht beabsichtigt. Tut mir leid, New Queen. Aber egal, du hast deinen Job gut gemacht. Durch das K.O. wird uns ein neues Pokémon präsentiert. Ich setze Molo rein. Die Pokémon wurden gewählt. Dün, dün, dün. Ich streck dir den Hintern raus. Auf jeder Seite gibt es noch zwei Pokémon. Beide Teams versprühen Funken. Ich mach erstmal ein bisschen Statusaufbesserung. Ah, seine Spezialverteidigung nimmt zu. Raub, klaust mir schon wieder ein Item. Was jetzt? Hast mir meine Flinkklau geklaut! Dafür kriegst du von Gift konstant Schaden. Ja, gib ihn mehr, Warlord. Mach ihn fertig. Keine Gnade. Das reicht mir schon, den Schaden, den ich verursache. Frustration schon wieder. Was nun? Das hat nur wenig Schaden angerichtet. Ich denke mal, im nächsten Zug wirst du down gehen. Was ist das? Und tschüss. Treffer! Das hat Schaden angerichtet. Hier kommt der Angriff. Der Schlag hat nur gestreift. Wow, zu. Oh, er ist noch belebt. Egal. Der Kampf wird immer intensiver. So. Noch ein Surfer und du bist weggespült. Lebe wohl. Schlurp. Jawohl, ein Treffer. So, Schlurp wurde besiegt. Was? Nein! Doch. Denk schon mal. Ich würde schon sagen, Pech gehabt, ne? Bam, bam, bam. Ringfrei für Arbok. Das letzte Pokémon betritt die Arena. Arbok. Arbok. Kobra. Aber Kobra, genau. Frustration. Leck mich. Doch ganz fett. Was ist das da? Ein schwacher Treffer. Wo keine Sonne hinscheint. Es gräbt ein Loch. So, hoffentlich kannst du jetzt kein Erdbeben, weil sonst ist Morlord weg vom Fenster. Matschbombe. Okay, kann kein Erdbeben. Heben. Das hat nicht funktioniert. Schaufler-Attacke. Jetzt geht es los. Genau auf den Schwachpunkt. Beide tun sich schwer. Egal, wir machen jetzt nochmal Surfer drauf. Weil ich nicht wette, dass wir das überleben. Oh! Ein kleiner Kratzer. Monod, super. Was nun? Surfer zum Gruße, würde ich mal sagen. Genau. Ach! Verdammt! Mistvieh! Verdammtes Mistvieh! Hat es gerade noch so überlebt. Jawohl, ein Treffer! Armes Morlord. Okay. Lavados wird ja erst die Hölle heiß machen. Ring frei für Lavados. Lavados. Es bleibt nur noch ein Pokémon. Dieser Kampf nähert sich seinem Ende. Ja, die Sache ist die, wir müssen erstmal mit Feuersturm treffen. Raub. Warum ist ein Arbok schneller? Ha? Was ist das? Blendpuder, nein! Jetzt hat's mir ein Blendpuder! Dammit, jetzt verwendet das Blendpuder gegen mich und Blendpuder senkt Genauigkeit. Dammit! Ah gut. Wir haben Glück gehabt. Down ist es. So endet dieser Kampf. Genau. Der Kampf ist vorbei! Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Nun gut.
werden weiterkämpfen. Team Rocket, Kampf 4. Das hat mir doch der andere Vorstand auch schon gesagt. Mal sehen, was daran wahr ist. Och nee. Komm, willst du mich auf den Arm nehmen? Du hast einen Wing genau dabei. Verdammt. Das ist doch richtig kacke. New Queen. Was hast du noch? Aerodactyl. Schmollert mitnehmen oder lieber Lavados? Ach ja, das ist so eine Sache. Ich hatte Zoomerin mit. Nur das Wingenau macht mir jetzt so ein paar Gedanken. Jetzt nehme ich mit Lavados. Ich nehme mal Zoomerin mit. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Diesmal geht es gegen einen Vorstand des Team Rockets. Hoffentlich vermöbelt der Herausforderer Team Rocket ordentlich und setzt dann seinen Kampf gegen die Arena-Leiter fort. Genau, das habe ich auch vor. Oh, das Katzenvieh, was den Mund nicht zukriegt. So. Was hast du denn entgegenzusetzen? Schlitzer. Okay. Womit geht es los? Ein schwacher Treffer. Und was ich dagegen zu setzen habe, ist ein riesen fetter Body Slam. Was Take this. Das hat nur wenig Schaden angerichtet. Das Einzige, was mir jetzt Gedanken macht, ist dieser dämliche Volltreffer. Über Schlitzer. Die erhöhte Volltrefferrate. Kenn doch den Computer. Was wird es tun? Bingo! Sag ich doch. Ich will den Gegner doch nur paralysieren. Was ist daran so schwer? Was jetzt? Rums. Volltreffer, auch. Es benutzt sein Item und füllt seine Karte. Wie du mir so, ich dir, das kann ich auch. Super Nido Queen. Das ist auch noch Para, das heißt, du müsstest als erstes angreifen. Super. Das fängt auch schon mal sehr gut an. Abgefahren, Body Slam, yeah! Lieblingsspruch von denen und der Attacke. Weggefegt. Eiskalt absolviert, würde ich da ja sagen. Ringfrei für Traumfugil. Traumfugil. Traumfugil kann man vergiften. Das werde ich auch anstreben, wenn ich noch dazu komme. Psychokinese. Dammit. Ein Anflug von Psychokinese! Quatsch! Huh! Auf die Bretter! Das kann jetzt lustig werden. Durch das K.O. Okay, neues Pokémon präsentiert. Ich halte Aerodactyl zurück, ich versuche ihn abzumachen. Pokémon wurden gewählt. Ringfrei für Azumarill! Okay, Freunde. Ich werde an dieser Stelle... Och, unterbrich mich den Kommentator. So, an dieser Stelle werde ich einen Cut setzen. Wir sehen uns im nächsten Part. See ya!